Hallo und herzlich willkommen bei Grevesmühl TV. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Als erstes sehen Sie die Vereinssitzung im Luise-Reuter-Saal, bei der drei Personen für ihre hervorragende Leistung geehrt wurden. Seien Sie gespannt. Liebe Vereinsfreunde, sehr geehrter Bürgermeister, liebe Jürgen, meine Damen und Herren, es soll Gelegenheit gegeben werden zum Austausch in der Zusammenarbeit. Positives, aber gegebenenfalls Schwachstellen sollen benannt werden. Sie werden ja dann in der Diskussion dazu Gelegenheit haben. Der Vereinsbeirat unterstützt das Zusammenwirken der Vereine und Interessengruppen untereinander und die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Amtsbereich mit dem Ziel, interessante gemeinsame Veranstaltungen für unsere Einwohner zu koordinieren. Zu allen Veranstaltungen beteiligen sich viele Vereine, je nach ihrer Ausrichtung und ihren Möglichkeiten. Bei vielen Begegnungen hören wir hier die Vorfreude bei den Menschen und ein positives Echo im Nachhinein. Zu unserem Höhepunkt, dem Tag der Vereine im letzten Jahr, möchte ich Folgendes sagen. Erstmals fand dieser Tag nach Absprache mit der Kirchgemeinde im Wesentlichen im Bereich des Kirchplatzes statt. Damit war auch eine engere Verbindung zu den Veranstaltungen im Vereinshaus gegeben. Dieser Ortswechsel, in Anführungsstrichen, wurde von uns als Organisatoren und den teilnehmenden Vereinen überwiegend positiv bewertet. Die Vorbereitung und Organisation eines Vereinstages ist sehr umfangreich, sowohl für die Verwaltung als auch für die ausstellenden Vereine selbst. Wir haben uns aber gefreut, dass viele Seniorinnen und Senioren zum Kaffee und zum Kuchen und den Aufführungen da waren. Und die waren sehr dankbares Publikum, das muss man wirklich sagen. Auch im Auftrittsprogramm im Vereinshaus gab es drei Ausfälle. Danke jedoch an die Line-Dancer und die Aikido-Gruppe, die hier so schnell eingesprungen sind. So gab es doch insgesamt ein sehr schönes Unterhaltungsprogramm. Wir alle wissen, dass die finanzielle Situation im öffentlichen Bereich angespannt ist. Dennoch unterstützen viele Gemeinden die Vereinsarbeit nach ihren Möglichkeiten, sei es durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten oder durch direkte finanzielle Zuwendung. 2014 waren durch die Stadt Grevesmühlen 62.100 Euro im Plan für direkte Zuwendungen veranschlagt. Die Planung unterteilt sich in die Bereiche Jugend und Soziales, Seniorenarbeit, Sportförderung, Freibad, Rettungsschwimmer, Sommerspiele, Kirche und Kulturförderung. Für 2015 ist der Planansatz erfreulicherweise wieder mit 62.100 veranschlagt, also gleich geblieben. Wir hoffen sehr, dass es auch in Zukunft keine Absenkungen vorgenommen werden und bitten, die politischen Verantwortlichen hierbei Augenmaß walten zu lassen. Wie schon längere Zeit vorher angekündigt, hat die Verwaltung 2014 die Kalkulation der Kosten für die Sportobjekte der Stadt Grevesmühlen erarbeitet. Ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit, dass ihr eure neu gegründeten Seniorengruppe, gut in Gang erhaltet und dass weiter so viele mitwirken, wie es im Moment ist. Dankeschön. Und nun, liebe Zuschauer, sehen Sie noch einen Ausflugstipp für die kommende Zeit, denn in Tlütz eröffnet bald das Schloss Bodmer wieder. Thank you.
Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einen kleinen Filmausschnitt aus dem Film Über den Dächern von Grevesmühlen zeigen. We'll be right back.
So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.